Hallo, mit dem Peter. Ja. Hm, guten Morgen, Mizi. Immer Hunger hat. Immer hungrige Katzenteil. Ja. Ich höre immer nur Gemecker. Mitzi, geh mal hier rein in die andere Wohnung. Ein bisschen outsourcing. Ja, hast du da drin zu tun, ja? Ja, dann kann ich sagen, dich. Okay, na dann passt das ja wirklich. Ich kann die gestern schon machen, aber gestern waren wir, gestern waren wir viel unterwegs. Wo sind wir? Und wer war's? Frühmorgens hatte ich zu tun wegen dem Unfall. Wegen dem Unfall, das hat mir auch viel Zeit geraubt. Ja, das ist doch auch der Verarbeitung, oder? Ja, da gemerkt, auf der. Hat sich denn die Schnitten ab? Ich habe eigentlich gedacht, tatsächlich, dass ich die ganze Zeit gebabbelt habe. Aber du hast gar nichts gesagt. Aber ich habe so ein Bier nicht gesagt. Heute bin ich hier im Büro. Im Büro-Wohnzimmer. Schrägstrich Esszimmer und werde ein bisschen arbeiten. Katze habe ich auch hier. Die will auch raus. Lass mal sie mal raus. Ja. Ich war gerade auf Toilette und habe Blute irgendwie anscheinend. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht brauche ich aber auch Medikamente, keine Ahnung. Das war hier aufheben. Das ist aus dem Weg.
Was machst du denn, hä? Oh, mit den Krallen müssen wir was machen. Der geht so nicht. Furchtbar. Nächste. Attack 1, 2, 3, 4 Stück erst. Toll. Ach, kaufen wir das auch einfach. Oh Mann, na gut, okay, wir sind jetzt 2 Stunden hier. Jetzt mache ich erstmal kurz Pause und dann komme ich wieder rüber und mache weiter. Jetzt gehe ich erstmal zu Marlies und guck mal. Ihr ging es vorhin nicht so gut. Hat irgendwie. Ey, gestern alles in Ordnung und heute fängt sie an zu bluten, ey. Mann, ey. Sonntag haben wir. Ja, also wegen der Breite des Sitzes wohl besser. Filme geguckt? Nein. Drei? Dann Kamera. Ja. Dann können wir auch mal Papa ausschneiden. Das muss ich rausschneiden. Und mit der Bockwurst? TikTok. Mit da drin? Steht der da brummelnd, der Sophie da so vor. Ey, ich vorbei an dem, beachte den ja nicht. Was ist ein komisches Auto, Papa? Komisches Auto, ja. Und dann kommt der.
Hier, der muss pissen, der musste pissen vor mir, der vor mir stand, der wollte nur einen Toilettenschlüssel haben. Er sagt, ey, die Toilette ist kaputt. Und dann der Penner hinter mir, ist ihm mit der hinterher gerufen, wollte ihm sagen, wo man gut pissen kann. Dann komme ich da an, habe ja exakt für den Fuffi getankt. Hab ja nur einen Huni bei. Ich sage, ja, 5, ja, 50 Euro. Gebe ich ihm die Huni. Und er sagt, oh, nicht kleiner. Ich sage, was ist denn nur los, ey, du bist eine Tankstelle. Fuffi raus und gut. Ich bin doch keine Bank hier. Ich sage, was hat das mit Bank zu tun? Aber ihr habt ja fast mehr Bargeldbestände als eine Bank, ey, heutzutage. Die zahlen ja alle mit Karte und so. So, dann nimmt er mir Geld raus und sagt dann, jetzt habe ich weniger Geld in der Kasse. Ich sage, ey, jetzt hast du mehr Geld in der Kasse. Und dann komme ich raus, steht Mr. Volvo da, ey, einen kleinen Moment mal, aber ist das eine Behindertentankstelle oder was? Kannst du mal am Hebel ziehen, damit ich meinen Deckel aufkriege? Ich brauche mal 2 Mann zum Motorraum öffnen. Ich sage, hä? Sag ich, was ist los? Schwedenstahl zu schwer oder was? Die klappen hier hoch. Das, was ist denn los mit den Leuten? Die verrückt oder was? Ja, das haben wir gesehen. Woher? Papa, ja? Dein Haar ist kalt. Haare sind kalt. Hey. Sag mal eine Heizung einbauen, ne? Hey, ich hab Mütze. Dein Haar ist kalt. Meine Haare sind kalt. Ja, du hast keine Hut. Richtig. Du ja. Ich habe keine Hut. Du hast warme Haare. Das ist weit wie, was ich auch ausgesaugt habe. Papa auch mit. So, fertig mit dem Essen sind wir. Jetzt geht's los nach Hause, oder? Mein Baby. Okay. Zack. So, das war Frühstück, was gleichzeitig Mittag war, weil es jetzt schon nach 12 Uhr ist. Ich bin ganz betreut. Wie, was? Hast du noch Hunger etwa? Willst du einen Burger essen oder was? Willst du einen Burger? Das war das Mittag, Anouk. Herzlich willkommen. Das Frühstück. Nee, das war das Frühstück, was gleichzeitig das Mittag ist. Es gibt heute nur noch Abendbrot. So sparen wir uns das. Spät aufstehen, spät losgehen, früh wiederkommen. Wir reduzieren das noch auf eine Mahlzeit am Tag irgendwann. Ja. Na komm, kannst schon aufstehen, aber noch nicht aufmachen. Hast du gesehen, der einer geschrieben hat? Wir sehen nur noch zu viele Mädchen hier. Das wird nochmal zum Problem in dieser Gesellschaft. Ja. Ich hab auch gedacht, nein. Objektiv betrachtet, oder? Also ich muss mal sagen, es hält sich ja sehr den Ausgleich in dieser Gesellschaft. Gott sei Dank, in Deutschland total. Ist das wirklich, wir sind sehr aussiedlich mit den Geburten. Wenn man sich Statistiken anguckt, Statistik. Tatsächlich, dann ist das so, dass Jungs und Mädchen gleich geboren werden. Genau. Im gleichen Verhältnis. Im gleichen Verhältnis. Und deswegen ist das alles in Ordnung. Also wenn wir mal natürlich jetzt mal 4 Mädchen in die Welt ballern, dann ist das ja auch nur, weil offensichtlich Jungs gerade nicht gebraucht werden. Ist alles so vorherbestimmt. Das muss alles so sein. Also ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. So, nach dem Motto, naja, Hauptsache gesund. Ja, danke. Hauptsache gesund. Wir freuen uns sehr über ein Mädchen. Das könnten noch 20 mehr Mädchen sein. Ist mir egal. Kommt immer darauf an, was am Ende dabei rauskommt und was man darin steckt und wie man sie erzieht und wie man sie bildet. Und wie gesagt, das hat. Mädchen ist nicht weniger wert oder mehr wert oder irgendwas. Ist es nicht. Die kann man genauso leistungsfähig heranzüchten, sozusagen, wenn man so will. Man muss ja nicht verhätscheln, vertätscheln und hier und nur du bist die Prinzessin und hier kriegst du eine Krone und du darfst nichts anderes machen und oh, jetzt hast du Aua und jetzt musst du weinen und so. Muss ja alles nicht sein. Das ist totaler Quatsch. Du kannst ja genauso auch wie ein Jungen großziehen, wenn du so willst. Mit den gleichen Ansprüchen und so an die. Das ist ein Organismus, der genau das gleiche leisten kann.
Also, ich sehe da überhaupt kein Problem mit. Was? Guck mal hier. Die drängeln schon. Da stehen sie da alle, meine Mädchen. Da lacht eine. Da schreit eine nach mir. Die andere interessiert sie überhaupt nicht. Und da die Bienen. Ist doch super, was das Mädel geleistet hat. Das Mädel da kann 4 Kinder in die Welt setzen. Und zetert nicht rum. Macht nicht. Und tut nicht. Das ist doch einmal frei. Ich finde das gut. Papa, jetzt kannst du den Weihnachtsbaum sehen. Großfamilie. Ja. Oh. Großfamilie. Ich habe Großfamilie. Also, hallo. Mini-Mi. Hallo. Hi. Mami, ich habe bestellt. Karamals, die haben Kraftmals gemacht. Wenn du willst, du mit. Wenn nicht, dann kann ich zu Kraftmals? Komm nächste Woche. Komm, willst du mit? Komm, willst du was? Guck mal, Weihnachtsbaum. Tada. Komm. Da nimm dir was. Na, wieso habt ihr Tannennadeln? Was soll das? Ist der so billig, dass der sogar der Kunstbaum nadelt? Tja, ich hab keine Erfahrung gehabt. Das erste Mal in meinem Leben Tannenbaum gekauft. Hast du ihn rasiert oder was? Guck dir das mal an. Ich hatte so noch ein Sings, ein Spray, ne? So wie ein Schneespray war das. Ja. Nicht mal einen Tag hat die gehalten, Alter. Da habe ich 3-4 Euro so für eine Dose Dings im Hast Zeit. Du den angesprüht? Ja. Da war, das sah geil aus und danach, ich bin ein paar Stunden. Ist geschmolzen oder was? Ja, ich dachte, ey, wo ist das? Was ist das? Du sollst doch keinen echten Schnee holen. Wo waren wir denn? Frühstücken. Oh. Oranienburger. Ja? Oranienburger. Guck mal, was ich mir wieder. Oranienburger. Nee, Oranienburger. Was ich geholt habe. So, Jungs, ich muss verrückt sein. Ich inseriere jetzt gerade mein ganzes Geschäft. Komplett alles. Und zwar muss alles raus, also nicht weil alles raus muss, sondern einfach weil ich einfach mal alles raus haben will. Komplett. Das heißt nicht, dass ich aufhöre. Braucht da gar nicht zu denken. Keine Angst. Ja, wie gesagt, ich höre nicht auf. Ich fange einfach von vorne wieder an. Also keine Angst, es geht weiter und zwar schneller als ihr denkt. Ich brauche einfach mal was Neues wieder. Ich brauche einfach frischen Wind sozusagen. Ich könnte das auch alles natürlich so einzeln bei eBay und so hochstellen, hochballern und so. Aber da habe ich keine Lust drauf. Ich habe einfach keine Lust. Ich meine, man sieht es ja, man hat es ja gesehen im letzten Jahr. Ich habe da vielleicht den 10. Im letzten Jahr habe ich es ja anders versucht. Im letzten Jahr habe ich das so gemacht, dass ich einzeln die Räder eingestellt habe und dann verkauft habe. Mal so, also diese nicht so besonderen Räder und 2-3 bisschen bessere Stücke. Aber ehrlich gesagt, das hat auch nichts gebracht. Davon habe ich dann ein gutes verkauft jetzt und das hat fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis das denn verkauft war. Und ach naja, das ist ja nicht. Ein Rad, dann bin ich ja schneller, wenn ich das im Laden verkaufe, ein bisschen billiger dafür mache oder so. Nee, das ist mir nicht. Deswegen habe ich gedacht, jetzt entweder alles und ihr habt 3 Monate Zeit, wie gesagt, könnt ihr euch das gerne, könnt ihr einfach vorbeikommen, macht einen Termin, kommt vorbei und so. Und das Geld, was ich dafür haben will, ich biete den Laden komplett so an, wie er ist, für 50.000 mit Inhalt. Also nicht den Laden selber, der wird nicht verkauft, sondern nur der Inhalt. Also aber eben alles. Besen rein, denn heißt das ist natürlich halt ein bisschen Arbeit, ne? Das heißt jetzt nicht so, dass ihr reinkommt, alles mitnehmt und ein Teil verkauft und dann eure 50.000 wieder drin habt. Das wäre natürlich ein Träumchen, dann wäre ich ja mehrfacher Millionär mit dem Ladengeschäft. Das ist es nun nicht. Ich bin aber Realist und weiß, was ich meinen Sachen für einen Wert beimessen kann und weiß, dass ihr verdoppeln könnt. Immerhin, ihr könnt verdoppeln, auch wenn das natürlich ein wenig mit Arbeit verbunden ist. Oder ihr habt einen guten Start für euer Geschäft. Vielleicht wollt ihr auch einen Fahrradladen aufmachen und so. Sucht noch Zeug und Material. Ist ja alles mit dabei. Die Neuware ist mit dabei. Die Gebrauchteile sind mit dabei. Die Fahrräder selbst sind mit dabei. Fahrräder zum Ausschlachten sind mit dabei. Also auch ein paar Grotten sozusagen. Aber 20, 30 Grotten sind mit dabei, die allerdings nicht mitgezählt wurden denn bei den Radbestand, sondern die sind einfach so mit dabei, die sind gratis mit dabei, wenn ihr so wollt. Und muss aber alles mitgenommen werden, inklusive Einrichtungsgegenstände, also alles kommt raus, alles. Ja, total bekloppt. Egal, ich mache trotzdem. Ich werde das jetzt inserieren gleich
Und dann schaue ich mal, wie die Resonanz ist. Die Resonanz wird meist so sein, dass der Kinder will, weil der Kinder packen kann, weil das muss logistisch auch abgewickelt werden. Und das ist ja schon ziemlich viel. Da unten 120 Quadratmeter voll mit Material. Also es ist nicht 120 Quadratmeter Ladengeschäft normal, sondern es ist 120 Quadratmeter Ladengeschäft vollgepackt. Und bitte keine Angebote machen von wegen, hier gibt ihr so zu viel oder so. Bitte keine Angebote machen von wegen, nehm dir die Räder ab oder ich nehme dir nur die neue Ware ab. Das brauche ich alles nicht, weil das ist genau das, was ich mir kaufen müsste dann wieder, um weiterzumachen. Ich mache ja im März, wie gesagt, da mache ich weiter. Da geht der Laden wieder los, von vorne. Ist mir egal. So, hab kein Thema, ich fange einfach neu wieder an. Das habe ich schon öfter gemacht im Leben. Das kennt ihr. Das mache ich einfach. Also, ich ins Real, das jetzt und dann sehen wir mal, wie die Resonanz ist. Also nicht wundern, da kommt jetzt so ein Video, wo ich den Laden nochmal zeige, wie er jetzt gerade ist und steht. Und das ist nur eine Offerte über eBay. Also das ist dann sozusagen dieses eBay, hier ich verkaufe, Anzeige. Ja. So, nun ist die Katze mal nicht mit dabei. Heute mal. Dann bin ich alleine, kann mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber das ist wohl überlegt. Und jetzt stelle ich erstmal den ganzen Trödel hier online. Da habe ich ja auch jetzt 70, 75 Kisten. 50 Kisten plus 20 plus 25 Kisten. Komplett alles. So viel Ware. Unglaublich, ey. Kommt denn da zusammen, ey? Jetzt laden wir mal den Quatsch hier hoch. Die Fotos. Vom Laden. Oh. Ja. Und das Video auch. Also. Du hast mich als Papa. Bist du ein Dit? Sie hasst mich als Papa. Was macht ihr? Hört auf! Ich sag's dir nicht! Wieso? Was ist denn los? Ich sag's dir nicht! Weiß gar nicht, was passiert ist! Ich sag's dir nicht! Ich weiß gar nicht, was passiert ist! Ich sag's dir nicht! Hör auf jetzt, lass sie mal in Ruhe! Nicht sag's dir nicht! Nein, was ist los? Ich sag's dir nicht! Na, ich hasse dich auch. Ein geflügeltes Wort bei uns, das heißt eigentlich, wir lieben uns ganz toll. Ja, das heißt. Ja, genau. Und wir ist eigentlich die total voll mit Liebe. Das heißt verkehrte Welt. Oh. Also so, das tut mir weh. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Richtig auch. I like to move it, move it. I like to move it. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dich hasse. Oh. Das heißt, er liebt dich. Er liebt die Movie, Movie. Wie läuft es dir? Ne? Kannst du mir die anzuprobieren? Für die, guten Tag. Das ist Regen. Papa, kennst du noch einen Mond? Ich sehe noch einen Mond. Wir haben noch Foto, Papa. Oh. Beleidigung, Papa! Einladung! Gaga! Gaga! Beleidigung! Hilf! Ich hab gerade gewusst! Schon wieder so. Mann, ich bin ja immer. Ich sitze nur im Bett, weil wir ja keinen Schreibtisch und nicht hier drüben haben. Wenn ich ein bisschen mit meiner Familie zusammen sein will. Wie, du willst nicht Papa gucken? Was soll denn das heißen? Sieht so schrecklich aus. Nee, kein Baden. Ja. Nein? Ja. Nein. Wenn ich mit meiner Familie zusammen sein will, dann sitze ich halt hier im Bett irgendwo rum oder so. Mit dem Computer auf dem Schoß. Hab jetzt gerade den Laden online gestellt.
Und hoffe, ihr versteht es richtig, dass ich trotzdem weitermache. Oh, er sieht dich! Lisa. Oh, seid ihr laut! Wir werden dich verklappen! Nee, macht man. Guck mal, wackelt's an. Uiuiui, ganz schief schon. Wackelt einfach vor und zurück. Der kommt schon raus heute noch. Wahnsinn. Glasflasche in der Schule. Na, das wird ja was. So, guten Morgen, liebe Leute. Heute. Kann man sich nicht sagen, was wir damit basteln? Heute wird basteln. Ja. Ein Engel. Aus der Flasche. Das ist ja gespannt. Das ist ein Genie in der Batte. Das machen wir weiß. Zu den Engeln. Na, okay, verraten nicht alles. Ja, aber ich weiß schon, wie das zu basteln wird. Ja, wir können uns das vorstellen, deswegen verraten nicht alles. Gut, wir fahren mal zur Schule. Geil. Danach fahre ich zur... Ja, wir müssen zur Schule. Ich gehe nur noch schnell auf das Klo. Ja. Essen. Guck. Genau, eine Schokolade. Eine Schokolade. Tada! Oh! Komm, wie süß. Was ist das da? Pinke ihn. Aber das sind nur Blumen. Tschüss. Tschüss. Pinke ihn. Wir sind schon wieder zu spät. Ich bin schon wieder in Krise. Mürre unterwegs oder was? Oder war das unser Mann vom Müllsee vielleicht? Ja, wirklich nicht. Ich hasse ihn. Vorhin mit dem Schmuck. Das sind wir ja. Handbremse anziehen. So, na gut, da sind wir wieder hier bei dem wunderschönen Baum. Wo wir noch ein paar Zweigchen hier am hier da so, die kleinen hier, die müssen alle noch weg. Ein bisschen ausgedünnt werden. Da natürlich, da drin muss ausgedünnt werden, ein bisschen noch. Alles, was Totes, kommt runter. Na. Leiter, für den Anfang. Mal schauen wir mal, guck mal, wie nass das Seil ist. Hummer her, kann ja nicht verkehrt sein. Das geht nicht. Das hat sich ja mal nicht gelohnt. Oh, lecker. Oh mein Gott,
Was für ein Tag, ey. Wegen anderthalb, zwei Stunden Arbeit quer durch die Republik gefahren. Aber so ist das manchmal, wa? Jetzt wieder ab. Ab in die Stadt wieder. Mann, nervig ist das schon, ehrlich gesagt. Aber man kann es ja nicht ändern. Jetzt kann ich ein bisschen Geld einzahlen, auf alle Fälle. Die Rechnung ist bezahlt, das ist schon mal gut. Das finde ich sehr, sehr toll. Ab nach Hause. Malisbruch aus der Apotheke und ein Rezept. Wer anrufen, siehst du? Unterwegs vielleicht gleich noch was vom Einkauf mitbringen, werde ich auch noch machen. Dann noch zu Claudia ranfahren, da muss ich noch was bezahlen, das werde ich auch gleich machen. Und schrumpf schon ist das Geld wieder weg und das wird eingezahlt. Na Mensch, werde ich auch noch machen. Na du? Kontrolle? Kommt noch mehr, ne? Ist klar. Okay. Auch Ruhe. Und naja, sie meinte, naja, und dann werden sich im Januar, wahrscheinlich Februar, die Kollegen, die für Autismus zuständig sind, melden. Und die werden nun wahrscheinlich in der Kita besuchen, um dann einzuschätzen, was sie an Förderbedarf brauchen. Und die brauchen auch einen Bericht von der Kita. Also, ist ja schön und gut, aber was ist denn, wenn die Kita da überhaupt nicht mitmacht und die sagen, dass wir uns das alles einbilden und Lumen das normalste Kind auf der Welt ist? Und naja, ist gut, dass ich ihr das sage, das kann sie dann den Kollegen gleich so weitergeben auch. Und dann, aber es ist wichtig, sie müssen halt Lumen in Aktion mit anderen Kindern halt sehen. Ja, letztendlich ist es ja besser geworden mit Lumen tatsächlich auch, als mit Kindern, die sie ja schon ewig kennen. Ne? Komm, meine Schwester. Ich musste nochmal einkaufen gehen, weil ich dann das Leinöl vergessen habe. Ich habe dann gesehen, dass draußen überall Haufen liegen. Richtige Menschenhaufen. Was? Überall hat man rumgeschissen vor Edeka. So ein Titt? Ja, das ist so widerlich, die Leute. Die Leute sind echt, ja. Einmal an den Laden ran, haben sie dann so Streusand drauf gemacht. Oh Gott. Und dann da, wo man die Fahrräder anschließt, da habe ich ja den Kinderwagen angeschlossen. Menschenhaufen. Und das lag dann so in der Gosse, im Regen, so ein Riesenhaufen mit Toilettenpapier. Na wenigstens so fein ist, für einen Abgang. Ey, das ist so widerlich, ey. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Na, Toilette teuer. Auf Toilette. Das ist mein Mama und das ist mein Mädchen. Das geht gar nicht, ne? Ein Baby. Und das Baby. Ich bin ein Baby. Nein, das. Du bist auch ein Baby. Ja. Wenn das Baby hier kommt, dann ist gar nicht schon älter. Das sieht ein bisschen besser aus, Mietze, ne? Ja, findest du auch. Die kriegt doch nicht Fleisch. Vielleicht war die wirklich krank. Ein Baby. Kriegst du Backefleisch? Musst du ja. Kackefleisch? Musst du Kackefleisch von der Backefleisch? Jo, das war mein Frühstück heute. Um Nachmittag schon. Und jetzt werde ich, mal schauen, was die auf YouTube alles so schreibt. Für Sachen. Bin ja mal gespannt. Dann schneide ich mal den Tag von gestern und vorgestern und heute zusammen. Damit habe ich ja ein bisschen zu tun. Deswegen nehme ich mir da auch ein bisschen Zeit. Meine Tochter guckt Minecraft. Unglaublich. Bis dann.